Ach ja, bevor es jetzt gleich losgeht, es gibt ja auch noch eine Warhammer 2 Mod und da gibt es ja auch den Blutdämon. Und ja, der schaut natürlich genauso aus wie aus diesem Trailer Mark of Chaos. Und ja, jetzt fängt das Video an und ich würde sagen, viel Spaß. Ach ja, und stört euch bitte nicht daran, dass ich Blood Trister sage statt Bloodthirster, aber weil das Wort Bloodthirster, wenn ich es so ausspreche, dann denke ich immer an First zuerst, ne? Also ja, nimmt es nicht so genau, ne? Es geht ja erstmal darum, um was es wirklich geht, ne? Also. Einen guten gewünscht. Ich begrüße euch. Ja, heute geht es um Warhammer 3 und zwar auch um die Chaos bzw. um die Blutdämonen oder um den Blutdämon, um es genauer zu sagen. Schaut einfach selbst. Also ich habe hier einen Trailer gefunden, der ist auf 4K gestellt. Warhammer Mark of Chaos. Die meisten Videos, die ich gesehen habe, sind noch nicht mal auf HD. Und ja, ich habe jetzt das auch in der Videobeschreibung verlinkt, dann könnt ihr euch das selber anschauen. Also hier pausiere ich jetzt einfach mal. Hier kann man auf jeden Fall den Blutdämon sehen oder auch den Blutdürster. Ich weiß nicht, wie sehr sich das da unterscheidet. Wenn jemand mehr Ahnung hat und sich mit der Lore etwas besser auskennt, kann die Person mir gerne Feedback senden. Ich würde mich darüber freuen. Ja, man kann hier nicht so gut erkennen, also ich kann es halt nicht wirklich gut erkennen, welche Hautfarbe dieser Blutdämon hat, ja, weil wir jetzt rüber switchen und zwar zu Warhammer 40k Soulstorm, weil es gibt da ja auch einen Blutdämon, wie man jetzt hier sehen kann. Hautfarbe sehr, sehr rötlich, aber so vom Design her, so vom optischen her ziemlich ähnlich, vielleicht nicht zu 100% gleich, aber doch schon sehr ähnlich. Man kann hier verschiedene Merkmale sehen, worauf ich dann sage, wo ich zumindest sagen würde, okay, man kann es da mal vergleichen. Die Hörner, die Axt, die Armbänder, die Hufen und alles, was mit dazugehört. Einfach mal den 1 zu 1 Vergleich machen. Weil das 40K-Universum spielt ja mehr in der Zukunft, ist so eher Science Fiction. Oh, da habe ich ein bisschen zu schnell eingegeben. Aber unter Blood Trister finde ich ja auch den Blutdämon. Und in der deutschen Übersetzung wäre es dann halt auch einfach Blutdürster und nicht Blutdämon. Also ich meine, zu der Zeit, wo ich Warhammer Soulstorm gespielt habe, hieß es auf Deutsch Blutdämon und nicht Blutdürster. Aber okay, ich kann mich auch irren, müsste ich auch nochmal separat nachrecherchieren. Okay, hier kann man es nicht so gut erkennen auf diesem Bild, aber man kann hier ein bisschen sich umschauen. Okay, ich sehe hier eine Mod. Also das wird auf jeden Fall eine Mod sein. Also ich habe ja das Original, diese Möglichkeit, den Blutdämon umzufärben. Gab es bei meinem Original nicht, außer es gab ein Update, ich habe es nicht mitbekommen. Ah ja, hier kann man es auch ziemlich gut erkennen. Okay, die Rüstung hat eine andere Farbe. Die Axt, auf jeden Fall immer auf die Axt achten, auf die Armbänder, auf die Hörner, auf die Haare. Wie viel Ähnlichkeit hat der Blutdämon aus dem Trailer Mark of Chaos? Ähnlichkeit. Ja, also die Haare, da würde ich schon sagen, es sieht. Es schaut ziemlich ähnlich aus. Auch die Hörner sind an der richtigen Stelle, glaube ich, platziert, wie man das erkennen kann. Aber ich versuche mal rechtzeitig zu pausieren. Die Hufe sind auch ganz normal, ziemlich gleich. Auch hier diesen Minotaurus-Kopf. Ja, hier kann man auch ziemlich gut erkennen, denke ich, dass das eher so eine Art Minotaurus-Kopf ist. Okay, ich habe jetzt nicht so auf die Axt geachtet, zumindest jetzt nicht im Trailer. Armbänder waren auch ziemlich gleich. Okay, die Hörner würde ich schon sagen, könnte ähnlich sein. Okay, das ging sehr, sehr schnell. Da zur richtigen Zeit zu pausieren, das ist halt echt so eine Sache. Ich habe jetzt gar nicht so auf die Axt geachtet, oder? Ich glaube nicht. Aber ich würde schon sagen, die Axt ist etwas anders, ja? Okay. Schwer zu sehen oder schwer zu erkennen. Ja, mir geht es jetzt nicht um erste Linie darum, ob beide Blutdämonen hier
eins zu eins die gleichen Blutdämonen sind, ja. Also aus dem Warhammer-Universum, also aus der 40k-Reihe und dann einmal hier aus Warhammer Mark of Chaos. Das sind ja zwei verschiedene Universen. Und dann haben wir hier natürlich auch noch einen anderen Trailer. Und zwar einmal hier aus Total War Warhammer 3. Sollte so ziemlich jeder, der sich für Warhammer interessiert, mittlerweile bereits kennen. Ne? 2,3 Millionen Aufrufe. Wer es noch nicht gesehen hat, der hat was verpasst. So, ich werde auf jeden Fall hier auch nochmal vorspulen. Weil bei dieser Ankündigung gibt es ja so gesehen auch wieder so eine Art Blutdämon, aber der schaut schon mal jetzt komplett anders aus. Also dieser Minotaurus-Kopf ist nicht da und da stelle ich mir jetzt erstmal die Frage, sind das zwei verschiedene Dämonen? Ist das ein Remake? Was ist da genau passiert? Warum schaut dieser Blutdämon komplett anders aus? Ja, auch die Bewaffnung ist komplett anders, die Rüstung ist irgendwie komplett anders. Aber die Flügel sind gleich, die Axt ist auch noch da und jedes Mal, wenn ich pausiere, merke ich aber schon gewisse Unterschiede. Also mir kann keiner sagen, dass es niemandem aufgefallen ist, dass dieser Blutdämon komplett anders ausschaut. Wie gesagt, mit der Lore bin ich nicht so, also mit der Lore habe ich mich jetzt aktuell noch nicht mit befasst und Tabletop habe ich auch noch keins gespielt, deswegen. Wenn jemand mehr darüber weiß, darf er mir gerne Feedback senden, mich aufklären. Gibt es da verschiedene Ränge? Sind die beiden gleich groß? Sind beide gleich stark? Ist der eine stärker oder größer als der andere? Was sind die Unterschiede? Warum sehen sie beide optisch sich nicht ähnlich aus? Weil Mark of Chaos spielt ja im gleichen Universum wie Total War, ja? Nur von der Zeitepoche her kann es ja eine andere Zeitepoche sein, das weiß ich nicht. Ich habe Mark of Chaos nicht durchgespielt und diejenigen, die das halt wissen können, gerne mir Feedback geben. Ich könnte natürlich auch im Internet nochmal schauen, ob ich bei meiner Recherche was finde, aber vielleicht gibt es ja unter euch ein paar Experten, die etwas mehr Ahnung haben und auf Anhieb sofort mir die Antwort liefern können. Und so gesehen, ich würde mich auf Feedback freuen. Das wäre es jetzt erstmal gewesen mit allem. Ihr könnt natürlich auch gerne mir Feedback senden, wie das mit dem Blutdämon ausschaut von Mark of Chaos und aus der 40k-Reihe. Ja, warum da auch so starke Ähnlichkeit besteht oder Parallelen da sind. Oder warum. Es kann ja sein, dass das eine in der Vergangenheit spielt und das andere halt mehr in der Zukunft. Also ich bin da lore-technisch nicht so unterwandert wie jetzt die Experten, die vielleicht jahrelang beide Universen vielleicht sogar kennen, ja. Also wenn jemand mag und möchte, kann er gerne aufklären und ich werde es dann bei einer sehr guten Aufklärung dann auch gerne anpinnen für weitere Warhammer-Fans, die vielleicht so wie ich sich mit dem Lore-Universum noch nicht so gut auskennen, aber dennoch die eine oder andere Frage haben, ne? Ja, dann bedanke ich mich fürs Reinschauen und dann bis zum nächsten Video. Ciao und tschüss.